Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Der Graf und ich heiße euch heute oder dich herzlich willkommen zum, ja, doch guten Spiel Star Wars mal wieder. Diesmal mit meinem Kumpel Darth Vader. Ne, Kollege, alles easy da oben? Siehst du alles? Einmal hier, einmal. Ja, er hat sich bereit erklärt, heute mal ein bisschen über die Schulter zu gucken. Und ich bin hier, wie beim letzten Mal, auf der Reise nach Corellia gewesen, habt auch schon ein bisschen was vorbereitet, aber ich wollte euch nicht die ganze Zeit damit nerven, halt alles zusammenzusuchen. Deswegen fangen wir hier jetzt mal an, auf Corellia weiterzumachen. Und ja, mal gucken, was dieser Herr uns zu sagen hat. Alle Jedi-Verstärkungstruppen sind hier und einsatzbereit. General Vasatra will euch auf einem Prioritätskanal sprechen. Ich stelle ihn durch. Hallo, alter Freund. Wie ich hörte, seid ihr jetzt Oberbefehlshaber der Jedi hier. Wie ich sehe, seid ihr wieder mittendrin im Geschehen. Wie kann ich euch helfen, Sir? Meisterin Satir hat mir mitgeteilt, dass sie einen Jedi-Meister sucht, der den Feind unterstützt. Ich stelle euch meine Ressourcen zur Verfügung. Ich habe ein Basislager im Tal der Arbeit. Bringt eure Leute zu meiner Position. Ich sehe euch bald wieder. Vasatra, Ende. Holy fucking geil. Zieht euch das rein. Habt ihr die Massen an Unterstützung gesehen? Oh mein Gott. Und ein neues Lichtschwert gibt's oben drauf. Ach man, ist das geil. Oh man, das ist so geil. Oh man, Vader, was hast du dazu? Also Darth Vader sieht das genauso wie ich. Das wird richtig geil. So, und wir wollen jetzt erstmal nach draußen, weil wir erstmal gucken müssen, wo wir eigentlich hin müssen, weil es kann sein, dass ich lange laufen muss, dann würde ich mich hier direkt mal ein kleines Päuschen einlegen und euch da bis dahin direkt hinbringen. Ja, gut, machen wir das so. Ich mache jetzt erstmal hier eine kleine Pause. Genau so sieht's aus und darum kümmern wir uns jetzt auch gleich mal. Wo haben wir das denn? Ich hoffe, wir können heute noch ein paar Siths klatschen. Oder Siths. Diese Republik, die geht mir voll auf den Sack. General Fischkopf, wo bist du? Hey, Fischkopf, hi, was geht ab, Kollege? General, meine Streitkräfte sind unterwegs. Gut zu wissen. Ein SID-Agent bringt uns die neuesten Erkenntnisse über Meister Tol Braga. In der Zwischenzeit sollten wir einen Schlachtplan entwerfen, mit dem wir das Imperium aus diesem Sektor vertreiben. Es spielt verrückt. Magrame Trakus gehört zu den Hauptlieferanten im Krieg der Republik. Ihr gehört die Hälfte der Einrichtungen im Tal der Arbeit. Das Imperium hat sich meine Waffenfabriken angeeignet. Es stiehlt Feuerkraft im Wert von Milliarden von Credits. Meine Streitkräfte werden diesen Sektor vollständig zurückerobern. Und bei euren Fabriken fangen sie an. Das hoffe ich. Sie sind seit Generationen in Familienbesitz. Ich schlage vor, dass alle Jedi-Streitkräfte dazu eingesetzt werden, den Feind aus diesen Waffenfabriken zu entfernen. Wir brauchen die Feuerkraft sicher dringender als das Imperium. Ein Prioritätssignal vom obersten Kanzler. Entschuldigt mich. Wisst ihr, es geht nicht nur um die Waffen. Das Imperium hat auch den Hauptsitz meines Unternehmens eingenommen und ich will ihn zurück. Wenn ihr Streitkräfte zur Befreiung meiner Büros einteilen könntet, wäre ich euch äußerst dankbar. Und ich meine persönlich dankbar. Warum sollte das Imperium eure Büros plündern? Ich habe Corellias Bankensystem nie vertraut und tausche alle Geldreserven meines Unternehmens in wertvolle Ressourcen ein. Viele davon sind unter den Büros versteckt. Das Imperium hat meine Wertsachen noch nicht gefunden, aber früher oder später wird es so kommen. Kaum auszudenken, was man mit so viel Reichtum anstellen könnte. Ich führe ein Unternehmen im Wert von mehreren Billionen. Wenn ihr mir helft, werdet ihr von der Belohnung sicher nicht enttäuscht sein. Ich habe noch nie so viele Jedi auf einmal gesehen. Verdammt beeindruckend. Wenn ihr die Waffenfabriken zurückerobern wollt, sollten eure Leute gleich aufbrechen. Die Waffenfabriken müssen von allen imperialen Streitkräften befreit werden. Der Feind darf nicht mit neuer Ausrüstung fliehen können. General Vasatra, wir haben erfahren, dass der Jedi-Verräter Tol Braga einen Stoßtrupp zur Zerstörung des Tals der Arbeit geschickt hat. Womit könnte man diesen Sektor vollständig zerstören? Die Sith haben eine Chemieraffinerie eingenommen und wollen eine improvisierte Bombe bauen. Die Explosion würde eine riesige chemische Wolke freisetzen. Diese Wolke tötet alle in diesem Umkreis und bewegt sich dann in die umliegenden Sektoren. Möglicherweise Millionen von Opfern. Zeigt mir diese Chemieraffinerie. Ich erledige den Rest. Wir wissen immer noch nicht, welche Chemieraffinerie die Sith im Besitz haben, aber wir wissen, welche Chemikalien sie sammeln. Wenn wir alle Leitungen zu den Raffinerien blockieren, können wir die Sith vielleicht nicht aufhalten. Aber so erfahren wir ihre Position. Kontaktiert mich, wenn ihr fertig seid. Möge die Macht mit euch allen sein. Yeah, voila! Und da sind wir auch schon wieder. Mr. Fischkopf. Und ich muss ja wirklich sagen, so viele Jedis hatte ich echt noch nie gesehen. Dann wollen wir mal kurz nochmal... Ich verstehe, worin die Treue der Republik liegt. Ich werde das beim nächsten Mal bei meinen Preisen berücksichtigen, wenn ihr etwas von mir kaufen wollt. Okay. Kira, was hast du denn zu der ganzen Sache zu sagen? Es sabotiert die Leitungsrohre, damit wir die imperialen Streitkräfte finden können. Schnell! Ja, das ist... Du warst aber nicht Kira. Entschuldigung. Also Kira, was hast du dazu zu sagen? Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich es tun. Ihr kennt mich doch. Mädel, jetzt kannst du noch mal. Komm, hopp. Möge die Macht mit uns sein. Naja. Das kann man ein bisschen spät, aber du hast den Nagel sozusagen buchstäblich auf den Kopf getroffen. Und deswegen gehen wir mal hier so ein bisschen, komm, da, so, und hast du nicht gesehen, Du Arschloch! Da bin wieder taufrisch. Naja, egal. Jump, jump! Neue deutsche Welle! Naja, ich hoffe mal, dass hier oben ein paar Sith-Krieger sind. Keine Sorge. So, nachdem wir da mal angekommen sind, liebe Freunde von heute. Der Drop grünes Loot, Loot für die Welt. Gib nicht dein Geld. Und möge die Klinge mit dir sein. Ich blitz dich auf, du kleines Schwein. Ah ja, einhängen. Was ist das hier eigentlich? Das müsste einfach sein, ne? Jo, was geht? Ich bin ja mal zu töten. Ihr habt doch bestimmt nichts dagegen, oder? So schnell stirbt niemand. Weitermachen, Soldaten. Boah. Guck mal, so viele Gegner. Kira, was sagst du dazu? Möge die Macht mit uns sein. Du triffst wie immer den Nagel echt auf den Kopf, Schatz. Schatzi, gib mich Brot. Brot für die... Nee, Welt für die Brot. Nee, Brot für die Welt. Nein, Krone, war. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, weiß ich, ob ich jemanden grüßen soll oder sonst was. Könnt ihr mal entscheiden. So, guck mal, Leute, ich schlitze gerade so einen kleinen Roboter auf, ne? Ich hab auch eine Fernbedienung, aber mit keinen Laufen. Aber guck mal hier. Aus hier, Mann. Normal. Das Problem bei den Robotern ist immer, die bleiben einfach nicht aus. Dann kannst du so viel kriegen, wie du willst. Die kriegen die kaputt. Alter, wo kommst du denn hier, Alter? Ich hatte dich doch schon mal. Möge die Macht mit uns sein. Kira, kannst du was anderes sagen? Wir sollten wohl besser was tun. Galaxis in Gefahr und so weiter. Ach, nicht mal eine Beziehung eigentlich. Ich hab dich ja doch letztens geheiratet. Du bist doch jetzt meine Frau, oder nicht? Schätzkille, Boss Melf, was du merkst. General Fischkopf, bitte einmal an die Leitung. General Fischkopf, bitte ans Telefon. General Fischkopf, bitte ans Telefon. Fischkopf, General, bitte mal ans Telefon. Brot für die Welt, aber nicht für die Welt. Einen kleinen Mut für zwischendurch, das macht mich ruhig. Oh, weiß looking, flying, nee, auch nicht ganz singen. Amen, you know, amen. Alter, das ist was, guck mal, ich krieg jetzt so viel Geld, Geld. Den Weihnachten. Rein. Ja, was geht, du Roboter? Ich schalte dich aus, hab keinen Bock mehr auf dich. Komm. Was für eine Wohltat. Jetzt weiter schlachten. Ah, komm, ich schalte dich wieder aus. Jeder regeneriert sich ja von alleine. Das dauert danach schon ein bisschen. Alter, dieser Fixer regeneriert sich. Das lass ich nicht zu, du Arschloch. Verreck endlich, du Bastard. Da ist eine Konsole. Habt ihr die gesehen? Ich hatte jetzt ganz chillig mit Lichtschwert. Und so haben wir auch die erste schon mal auf die Seite. Ups. Das muss ich ja gar nicht wieder den Ausgang finden. Ausgang. Oh, mein kleiner Ausgang. Wo bist du? Ich gehe mal davon aus, dass da der Ausgang ist. Weil sobald sie mich dann im kompletten Knallrot sind, kann ich da auch nichts mehr ausrichten und deswegen drückt uns doch einfach die Daumen. Und auch wenn du das Spielchen... Oh! Nice! Ich habe lila Loot. Die sind so Luxus und episch. Guck dir das an. Das ist... Oh, geil, 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 geil. Hier, Kira, schenke ich dir. Anscheinend mögt ihr mich doch. Yeah! Bitch! So, jetzt aber... geil. Da ist noch einer. Vielleicht droppt auch noch was Lilanes. Ey, das wäre so episch geil. Oh, das wäre so nice. Komm hier, zeig mal, was du hast. Ja. Ja, 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 ja. Ich hab's schon. Ja. Mhm, mhm. Ja. Okay. Mhm. Ja. 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 Aha. Aha. Ja. Mhm. War nur blau, wie uncool. Ey, das lila Zeug, ne, es ist so selten. Lila Loot ist so selten. Es geht unter die Kategorie Luxusartikel. Und wirklich, die sind arschselten. Also, da habe ich echtes verdammtes Glück gehabt. Weil normalerweise ist das Zeug auch übelst arschteuer. Klar, man könnte das verkaufen und so, aber was bringt das letztendlich? Klar, ein, zwei Credits mehr und so, ist alles schön und gut, aber tatsächlich ist lila Zeug für die Gefährten, das sind Gefährtengeschenke und damit kannst du deine Punkte bei den Gefährten an sich aufstocken und das ist richtig nice. Ich lasse meine Wut und meinen Hass auf euch niederrasseln. Ihr kleinen Mistmamen, ihr kleinen dreckigen Bastarde von Robotern. Ich werde euch alle aufschlitzen. Ich werde euch alle wegnatzen. Kleines Arschloch. Ich schlitz dich auf, du Hurensohn. So, besser ist. Was sagst du dazu, Kira? Ihr seid anders als die meisten Jedi. Das meine ich als Kompliment. Ja, ich weiß. Ich bin besser. Ich bin besser, besser, besser. Und jetzt muss ich zu Alpha. Ups. Einmal runter, bitte. Da, 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 da. Da, da, da. Ich weiß, ihr pisst euch vor Angst in eure mechanischen Unterhosen. Wenn noch als der Zerstörer kommt, dann ist alles vorbei, mein Freund. Er ist Handy im Gelände, als die Maus und so. Keine Sorge. Ja. Hast du gut gemacht, Kira. Ist irgendwas? Ja, komm, scheiß Helm. So, jetzt machen wir hier einfach mal aus hier. Zack, die Bohne! Aber guck mal, dazu sagen. Psch. Telefon, alle. General, ich habe die Leitungen blockiert. Bleibt auf Empfang. Agent Helfer stellt gerade die Daten zusammen. Seid ihr da draußen auf viel Ärger gestoßen? Es gab da ein paar Unruhestifter, aber sie haben ihren Irrtum erkannt. Ich hatte schon fast vergessen, wie viel Spaß es macht, mit euch zu arbeiten. Wartet mal, wir bekommen etwas herein. Einer der Chemiefabriken hat Accelerit abgeschöpft. Das müssen unsere Sith-Bombenbauer sein. Ich schicke euch und eurem Stoßtrupp die Koordinaten. Ihr trefft euch drinnen. Schnell! Ja, voller! Aber ich bin gemein zu euch, ne? Nein, das machen wir noch. Das machen wir noch, versprochen. Kann man das schon alleine machen? Nein, das darfst du aber nicht. Ach ja, mal gucken, wie weit wir diesmal sind. Aber hier waren wir doch schon mal, oder? Ein Sith, ein versiffter Sith-Inquisitor. Aua! Arschloch! Keine Sorge. Du scheiß Sith-Hexer. Ich verhexe dich. Hopp, hopp. Auf und ab, da sind sie tot, das macht uns ja nichts aus. Die Sith, die sind gleich wieder am Start. Ach, die Steine. Und natürlich mit $101. Mit 101 Dalmatiner. Ein Sith-Krieger. Ich habe einen Krieger gekillt. Yeah. So. Ach, diese Wolken, da gehen mir tierisch auf den Zünder. Das ist jetzt ein Sith-Krieger. Ah, ich weiß nicht. Na gut. Autsch, Arschloch. Bastard. Ey, habt ihr das gesehen? Der Wichser hat mich da reingeschleudert. Ey, nicht mit mir, du Arschloch. So, Arschloch. Da ist ja noch so einer. Kommst du denn da her, du Inquisitor? Ich hab ihn ja gar nicht gesehen. Wo kommst du denn her? Den habe ich jetzt mal überhaupt nicht gesehen. Ne? Also, ich bin davon ausgegangen, dass da nur einer war. Ein Robot und so, ne? Aber nö. Nur ein toter Sith ist ein guter Sith. Schon wieder so einer. Sith Meister diesmal. Elite, dunkler ein Apache. Ein Apachen-Wichser. Komm, lass mich in Ruhe. Ich widerstehe deiner unsinnlichen Kraft. Ich bin Jägerritter Knock-Eis. Ich knockte eine, so nach dem Motto. Du scheiß Elite-Dings da. Du hast keine Chance gegen mich. Sith-Meister. Es ist ein Sith-Meister, so heißt er. So. 47. Juhu. Ich hab's Stufe 47 erreicht. Das ist doch geil. Das ist doch ein leichtes. Ich bin jetzt 47. Ich habe Level abgemacht, du geile Sau. Wir müssen Corellia beschützen. Vor dem imperialen Dreck, der hier so rumschwirrt. Imperiale Abschaum. Blut für die Welt. Kira, was sagst du dazu? Möge die Macht mit uns sein. Ja, das hat man schon. Du wiederholst dich, du Trockenpflaume. Guck mal, da haben wir einen Sith Inquisitor, ein imperialer Schützendruide. Kommt direkt vom Schützenfest. Oh. Ha! Nicht mit mir. Ich bringe uns durch diese Tür. Moment. Pass auf! Sie flankieren uns! Sith-Krieger. Ah, das kriegen wir hin. Alter, wo willst du denn eigentlich immer hinlaufen? Da hatten wir ein Schiff in Chichitor und ein Schiff in Chichitor. Alter, was willst du, Mann? Deine Mutter, du Bastard. Ich bring dich um die Ecke, du Schwanzlutscher. Du hässlicher Hurensohn. Ja, wieder taufrisch. Und lass meine Gefährtin in Ruhe, du Bastard, Alter. Das, was du kannst, kann ich auch, du Arschloch. Was willst du eigentlich? Du hast doch gar keine Chance gegen die Macht der Jedis. So, du Arschloch-Jedi. Ah, falscher Knopf. Danke. Bitte. Alter, habt ihr das gesehen? Alter, das geht ja gar nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Ich lass mich doch von keinem Sith da versiffen, Alter. Nix da. Ein Sith-Krieger und ein schwulen Arschlauch da. Prost. Musste mal sein. So. Macht der Sith da so fertig, Alter. Ich mach den Sith so fett. Ich hab so die Schnauze voll von dieser Rasse. Aber nur als Jedi. So, der erste wäre schon mal tot. Jetzt kommt der zweite hier mit seinem Kira. Wichst du jeder. Kannst uns nichts anhaben. Wir sind Jedis. Wir sind auf der Republik auf der guten Seite und du wirst jetzt abgeschaltet. So. Bingo Ingo, so fertig. Und möge der Macht mit uns sein. Ah, schon wieder so ein scheiß Sith. Guck mal hier. Ich bin ein Verderben, du Arschloch. Ich bin dein Verderben. Ich bin dein Meister. Nenn mich einfach so. Nenn mich dein Meister, du Arschloch. Ich werde dich in die Knie zwängen. Hallo? Könnt ihr mal aufhören, meine Kira zu vergewaltigen? Habt ihr einen Arsch offen oder so? Meine arme Kira, Alter. Alter, hört doch mal auf, mich immer wegzuschubsen, ihr Bastarde. Ihr könnt nichts anderes, Alter. Ihr könnt nichts. Ihr könnt gar nichts, Alter. Ihr könnt nichts gegen mich ausrichten. Mann, ja, Alter. Kira, dann heil dich doch einfach. Bist du denn so hirntot, oder? Ja, toll. Ich liege gleich drauf, Alter. Was ist denn das, Mann?